Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ja, ich bin nach einer etwas längeren Pause wieder zurück. Es war jetzt nach dem Urlaub ein bisschen stressig, weil ich dann gleich auf Dienstreise habe müssen nach England und auch noch sonst einiges zu tun war. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder zurück und ich bin jetzt gerade mit unserem Schlittenhundeverein in Rohr im Gebirge auf Trainingslager, so wie jedes Jahr, und bin jetzt gerade am Trail unterwegs. Ich zeige euch dann noch ein paar Impressionen. Und wir waren gestern schon auf einer kleinen Wanderung auch unterwegs in die Rossbachklamm. Das zeige ich euch dann später auch noch. Da habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht. Und ja, wir machen jetzt gerade so einen, wir nennen das Delta Run. Ist ein kleiner Bewerb. Einfach nur zum Spaß, ist jetzt nichts Großartiges. Aufgeteilt in zwei Läufe. Einer heute am Freitag, dem 8. September 2017, und einer dann morgen am Samstag. Und wer dann die geringste Zeitdifferenz hat, der gewinnt dann quasi diesen Bewerb. Man kann im Prinzip machen, was man will. Ich habe mich dazu entschieden, im Prinzip zu gehen, zu wandern. Ist jetzt keine wirkliche Wanderung, es sind nicht so viele Kilometer, es sind irgendwie so 3,5 Kilometer in etwa die Strecke. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Und man kann aber auch mit den Hunden eben viel machen, also Scooter, Radfahren, Trainingswagen, wenn man möchte. Je nachdem, wer halt was machen will. Und ja, ich bin jetzt da gerade heraus auf der Strecke, mache dabei gleich so ein bisschen Streckenkontrolle, schauen, ob alle Tafeln noch stehen, ob der Trail in Ordnung ist, ob irgendwas passiert ist, über Nacht auf der Strecke heraus. Ist normal nicht der Fall, aber kann natürlich passieren. Dementsprechend verbinde ich das gleich ein bisschen. Und ja, ich denke, jetzt habe ich wieder genug gequatscht. Jetzt gibt es mal ein paar Impressionen von der Strecke.
Es ist mittlerweile Sonntag. Wir haben jetzt somit den letzten Tag des Trainingslagers. Wir werden heute Nachmittag auch abbauen. Ja, es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich bin jetzt noch auf einem kleinen Spaziergang unterwegs über die Marienhöhe. So als ja, kleinen Abschluss sozusagen. Und ja, sitze da jetzt gerade hier oben, genieße noch ein bisschen die Ruhe und werde dann mich schon langsam wieder auf den Weg hinunter zum Steakout machen. Ja, dann wird der Tag schon langsam ausklingen. Das meiste ist schon abgebaut. Haben wir gestern am Nachmittag noch gemacht und ja, heute schon gemütlich noch den Tag ausklingen lassen. Und ja, dann war es das auch schon wieder. Ja, in dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Und ja, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.